Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Factorio. Also entweder drücke ich prinzipiell die falschen Tasten mittlerweile oder das Ding will mich einfach verarschen, ja. Dass es irgendwo da ist und doch nicht da. Also jetzt habe ich wirklich jede Taste irgendwie schon tausendmal gedrückt. Selbst die Taste zum Zurückzeigen, setzen des Mauszeigers. Wie auch immer man einen Mauszeiger zurücksetzt. Das ist aber egal. Ich werde gleich ein anderes Tool bauen, zum Bäume fällen. Also das ist wirklich das Baumfell-Tool schlechthin. Wir brauchen allerdings das da. Gib mir mal ein paar davon. Dann hätte ich gerne noch davon ein paar. Genau. Naja, vielleicht nicht so viele von denen. Warum auch immer Böden? Ich weiß es nicht. Okay, so. Genau, stimmt. Q ist gar nicht zum Zurücksetzen des Mauszeigers. Es ist zum Waffenwechsel. Sehr schön. Ja, Bäume, die mich aufregen, werden erschossen. So. Dann. Aber schade, die gehen dann komplett weg. Okay, das ist natürlich dann nicht so schön. Also, es ist schon schön, dass sie weg sind, ne? Also, das jetzt mal nicht, aber. Okay, ich habe gerade gedacht, ich hätte da oben was kaputt gemacht. Aber, naja. Ich habe eigentlich gehofft, die zerfallen so und dann geben sie halt, weiß der Geier, wie viel Steine ab. Ne? Das wäre jetzt schon sehr nice gewesen. So. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, natürlich erstmal mit den Forschungspaketen der Stufe 1. Und dieses Mal nicht mehr dieses Fabrik in Fabrik aufgebaut wie in Staffel 1. Nein, dieses Mal natürlich ein komplett anderes System, das wesentlich chaotischer ist, das wesentlich bescheuerter ist, das so krank ist, dass man sich eigentlich fragt, oh mein Gott, Kabu, was machst du da eigentlich? Oh ja, das wird eine lustige Angelegenheit werden. Wobei ich mir jetzt natürlich mal noch so machen möchte, dass an einer Stelle zumindest dieses Fabrik in Fabrik mit dabei ist. Um eben hier und da ein bisschen noch was auf die klassische Art und Weise herzustellen, dass diese Fabrikanlage, die ich da am Schluss gebaut habe, hier mit Einzug hält. Allerdings erst natürlich, wenn wir die nötigen Technologien haben, das Ganze soweit zu machen. Ich glaube, da gab es noch ein Problem dabei, was gelöst hat werden müssen, so richtig. Was ich eigentlich auch mit einer weiteren Mod machen wollte, den Side-Inserters, also Knickarm-Roboter, die um die Ecke gehen. Diese Mod funktioniert allerdings Wunder, oh Wunder, auch nicht. Was natürlich auch nicht so toll ist. Ich hoffe, dass sie bald da ist oder funktioniert, weil die Mod ist auch so eine Mod, die richtig, richtig gut ist. Und ich sehe gerade, wir brauchen wesentlich mehr Eisen. Aber das ist anfangs ja alles überhaupt gar kein Thema. Das ist alles gar kein Problem. Der Strom kommt doch von unten. Warum die jetzt auf einmal da keinen Strom mehr haben? Also das ist komisch vernetzt, ne? Aber die haben noch nie die unterirdischen Fließbänder. Da kommt dann ein unterirdisches Fließband hin. Das muss doch gut aussehen. So. Und egal wie es läuft, das Kupfer muss so angeschlossen werden jetzt können. So. Gib mir mal das hier. Ja, gut. Nicht hübsch, aber selten. So. Und zwei. Und zwei. Dann bitteschön das Fließband einmal so herum. Achso, halt. Moment. Das sollte ich vielleicht auch noch. Jetzt habe ich natürlich alle fünf verarbeitet. Ja. Mhm. Gut, dann holen wir uns natürlich gleich nochmal Eisen. Brauchen sie ja auch. Zip. Zup, 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 zup und zup. So.
Das passt aber perfekt. Das ist super. So, dann gib mir mal das Eisen her, beziehungsweise dabei du nicht ans Band stehen. Ja. Also ich würde sagen, Eisen haben wir genug. Vorerst. Bin mal gespannt, wann ich das wieder revidiere. Oh Gott, wir brauchen Eisen! Hilfe, Hilfe! Jetzt überlege ich, will ich das andere Steinvorkommen auch noch daran anbinden? Wie viel bist denn du? Das kostet einiges an Fließbändern. Wir schauen mal, wie weit. Wir werden nicht weit kommen mit dem hier, ja? 2.500, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Bis wir mal so weit sind, dass wir beständig Wasser filtern können, um daraus Steine zu bekommen, wird es natürlich noch dauern. So. 8.600. Echt jetzt? Na gut, ich will es komplett weg haben. Es muss komplett weg sein, weil da muss nämlich was anderes hin, was wichtig ist. Sehr wichtig sogar. Das passt soweit. Jetzt habe ich aber keine von denen mehr. Das ist natürlich schlecht. Gib mir mal die 11 Stück. Ja, bau die 5. Bau die 5. Mein Gott. Wir werden sie brauchen. Und letzten Endes könnten wir das dann mal hübsch verkabeln. So, das Auge spielt ja mit, ne? Dann 2 und super. Und kriege ich das einigermaßen. Eins weiter geht schon nicht mehr, ne? Das ist blöd. Dann machen wir das erstmal so. Na. So und so. Söderli. Sieht einigermaßen akzeptabel aus. Gut, dann würde ich fast sagen, beginnen wir mal mit der Produktion von Steinzahnrädern. Das Tolle ist daran, wir brauchen, glaube ich, die Steine nur für diese Steinzahnräder. Das Blöde ist natürlich, wir brauchen sie hier für die Fließbänder. Und wir brauchen sie hier für die Wissenschaftspakete. Okay, jetzt ist die Frage. Was heißt die Frage? Ich könnte es hier schon machen. Ist jetzt so die Frage, ne? Da war es sich schon wieder die Frage. Okay, ich baue es einfach mal auf, wie ich jetzt denke, dass es gut aussieht. Beziehungsweise, wie ich es haben will. Das Problem ist, ich brauche erstmal ein kleines Aufbaumuster, weil ich nämlich gerade von der Größe her nicht mehr weiß, wie das ausgesehen hat. Also hier auf alle Fälle mal ein Abstand. Das langt dann schon. Und dann 1, 2, 3. 1, 2. Jetzt falsch rum. Ich muss natürlich hier das Ganze hinmachen. Dann 1, 2, 3. Ich will hier in die Richtung abhauen. 1, 2, 3. Und dann kommt hier eine Fließband hin. Sehr schön. Habe ich eigentlich schon diese unterirdischen Teile? Nein, habe ich natürlich noch gar nicht. Super. Anstelle von Stahlverarbeitung hätte ich was anderes machen sollen. Aber ich kann, wenn ich die Forschung hier oben nicht abbrechen. Ansonsten gehen mir die Forschungspakete verloren, was echt dämlich wäre. Und dann muss ich einfach so hin. Okay. Ich hätte es ja doch gar nicht so kompliziert machen müssen. Ich glaube, ich werde hier doch das da so bauen. Pass auf. Hier ist die Ecke. So will ich es haben. Sehr schön. Ergibt jetzt noch so ein bisschen wenig Sinn, ne? Aber der Sinn wird sich schon noch ergeben. Keine Sorge. So. Vor allem, was das dort oben... Ich muss halt echt dran denken, dass ich hier oben dann irgendwann einen Bahnhof habe, einen gigantischen, und dann halt den Stein hier noch irgendwie runterbekomme.
Das ist jetzt gerade so meine größte Frage, wie ich das noch machen soll. Und den Rest hätte ich ja wirklich schon so bauen können. Ich hält. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann bin ich hier natürlich schon viel zu weit. Nee, stimmt nicht. Ich lüge. Hier habe ich den Fehler gemacht. Ich glaube, das wird mir noch ein paar Mal passieren, bis ich die netten kleinen Blueprints habe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr schön. Dann natürlich hier runter. So, nein, das hat doch gepasst. Hier erst drauf, dann rüber oder so und hin und her. Nach oben. Und hier hin. Und hier in die Mitte kommt er hier. Und ich habe keine Fließbänder mehr. Dann machen wir mal welche. Was fehlt mir jetzt? Hundertprozentig. Ich wollte. Nee, Kupfer nicht. Kupfer habe ich da. Ach Gottchen, ja. Ja, okay. Steine. Natürlich. Klar. Logisch. Ich brauche ja Steine. Und dann kann ich nämlich die Steine hier abschneiden. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nur die Steinzahnräder. Zack, zack. Die wir dann natürlich über Knickarmroboter hier reinliefern lassen müssen. So, dann natürlich das Ganze so ein bisschen ein Stromnetzwerk anschließen. Zack und zack. Nee, das ist blöd, ne? Wie habe ich denn das mal gemacht? Ich glaube, da brauche ich die größeren Strommasten dafür. Okay, anfangs bleibt mir nichts anderes übrig, das so zu handeln. Sieht ein bisschen kacke aus, aber das wird sich später noch ändern. Genau, stimmt. So. Fließbänder habe ich natürlich keinen in Auftrag gegeben. Ja, warum nicht? Warum eins? Warum in Masse in Auftrag geben? Einzeln macht doch mehr Spaß. So, einen Knickarmroboter hätte ich dann nochmal gerne. Der natürlich ganz am Ende kommt. Ja, komm, hör mal auf mit dem Shot. Ja. Fünfer Schritte, so. In der Zwischenzeit hätte ich das Ding schon längst mal mit Strom versehen können, dass es hier anfängt zu laufen. Und jetzt stellen wir hier diese Montagefabriken ein. Das war Zahnräder bekommen. Stone Gears. Yay. Warte mal, wie war das? Shift. Gib mir mal irgendeine Waffe, die jetzt keinen Schaden macht. Genau. Shift drücken und die rechte Maustaste und danach kann man das mit links kopieren. Man sieht ja jetzt hier diesen grünen Rahmen drum, ja? Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal da hoch und kopiere mal von dort irgendwas. Aber ich habe da oben natürlich nichts zum Reparieren. Und warum habe ich eigentlich nur ein Reparaturkit gemacht? Kann mir das mal jemand logisch erklären? Nö, scheint's nicht, ne? Ich habe tatsächlich nur ein Reparatur... Also manchmal bin ich blöd. Aber nur manchmal. Gut, dann gib mir mal ein paar von denen her. Wobei, das waren schon viel zu viele. Mir reichen 3 Stück. Ja, mehr brauche ich nicht. In der Tat nicht. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Dann brauche ich natürlich hier noch ein Band. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich natürlich noch mehr Knickarmroboter brauche. Dass ich hier noch nicht so richtig durchkomme. Das ist jetzt so der Haken an der ganzen Geschichte. So. Also sprich, anfangs werden nur diese beiden Fabriken laufen können. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Achso, ja, genau. Hier rein, rein. Rein und rein. Und dann fängt die ganze Schoße an, eben schon mal zu arbeiten. Was ich eine ganz tolle Angelegenheit finde. Warum kann ich euch nicht bauen? Weil ich kein Holz mehr habe. Okay. Holz ist, glaube ich, das geringste Problem. Das ist dort hinten immer nur so ein Strauch. Den konnte ich dafür nicht benutzen. Hacken wir halt mal Bäume, mein Gott.
Also es wird auch noch eine schöne Angelegenheit sein, dass ich das irgendwann nicht mehr machen muss. Dann werden wir unsere eigenen und automatischen Baumaschinen haben, aber bisher habe ich noch leider irgendwie... Ja gut, das sehen wir dann, das sehen wir dann. Ich will mal nicht so weit fortgreifen, vor allem bei Mods ist das immer wieder so eine tödliche Angelegenheit, wenn man da so weit vorgreift. Nee. Tree Farm Mod schauen wir uns an, wenn es dann soweit ist. Noch brauchen wir sie nicht, wir müssen erstmal hier den Standardaufbau hinbekommen. Und gut ist so... Und das bedeutet eben, wir brauchen als allererstes einmal Strommasten, die sich wieder mal verstecken. Wo seid's dann? Da, wo sie eigentlich schon immer waren, ne? Okay. Wir haben hier schon mal die ersten Zahnräder. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich auch ein paar davon bauen. Stimmt, ich wollte keine Strommasten bauen. Ich von Anfang an die Werkzeuge bauen. Ich wüsste doch, irgendwo ist da ein Fehler, ne? Wenn man schon seine eigenen Sachen kaputt schießt, dann muss man sie auch wieder reparieren. Jetzt, Sattler, als nächstes möchte ich gerne haben, die Wissenschaftspakete der Stufe 1, die gebaut werden müssen. Jetzt fällt mir dabei natürlich gerade eine Sache auf. Hier bin ich natürlich viel zu... weit drüben. Moment. So, denn diese Fabrik wird jetzt hier entstehen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die da so in Zukunft... Nein. Du fährst hier schon rauf, ne? Du nicht kombinieren hier. Blödsteil. Hättest du wohl gerne. Soll ich gerade sagen, passt das so? Aber klar, Logo. Wenn ich mich an der anderen Seite widerspiegel, muss das natürlich passen. Ja, und das wird dann so in Zukunft dieser Standardaufbau sein. Er wird sich natürlich nur so ein bisschen auseinanderdehnen, diese Art und Weise, wie die Sachen hier aufgebaut sind. Weil man einfach später die Materialien an so vielen verschiedenen Stellen braucht, ne, dass das so nicht weitergehen kann. Hier müssen wir jetzt dann allerdings auch erst nochmal einen Cut setzen, denn noch habe ich nicht die Fließbänder, die entsprechenden, die ich brauche. Und nun benötige ich jede Menge Knickarmroboter. Bitte in 5er Schritten, wenn es geht. Wir brauchen Fließbänder. Ich habe echt nur so wenig. Das ist sehr verwunderlich, aber okay. Und wir bräuchten vor allem den Kupfer. Ohne Kupfer geht schon mal gar nichts. Ich brauche noch wesentlich mehr Fließbänder. Gib mir mal alle Fließbänder her. Hör auf, den Schmutz hier zu machen. Und siehe da, es fehlt eigentlich nur am Strom. Da hat einer Pfusch gebaut. Wo hat er sich da denn wieder reingefangen? Mann. Aber so, weil da vorne konnte. Das passiert, wenn man es einfach nicht automatisch baut, ne? Wenn man dann einfach hergeht und sich dann so denkt, oh ja, ich setz die schon richtig im Abstand hin, ne? Ma. Gibt doch diese tolle Funktion. Drüber hingehen, warten, bis der rote Balken da ist und dann laufen. Spart man sich viel Zeit, Mühen, Not und so weiter und so fort. Aber nee. Kabulatoren sind in der Hinsicht so ein bisschen Resistenz, was das angeht, ja. Ah, beim Thema Intelligenz war ich wahrscheinlich auch gerade Gassi. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Kupferangelegenheit ankommt. Und ja, jetzt haben wir halt eben hier unsere zwei Rohre, wollte ich schon sagen. Bänder. Und wir müssen dann... anfangs jetzt auch noch mal so ein klein wenig tricksen mit dem Kupfer, das hier auch runter soll. Und jetzt wird sich's gleich zeigen, ob ich richtig gearbeitet habe. Ich habe richtig gearbeitet. Ich glaube es ja gar nicht. Ja. Also später wird hier ein Splitter sein. Hier an dieser Stelle. Wird das dann absplittern und dann können wir das hier runter
verfrachten. Und das Schöne ist, dann können wir das da mit einem Knickarmroboter hier runter und kommen hier immer auf das Außenband. Das funktioniert natürlich nicht immer so einfach, wie es jetzt ist. Vor allem, weil es nur gedanklich ist. Bisher ist es, muss ich das ganze System noch beweisen. Ah, herrlich. Komm schon. Runter. So. Lieber Gunther. Dann packen wir das da hier auch wieder rein. Natürlich, Strom brauchen wir. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Sonst läuft es eh nicht. Und zack, zack. Na, eigentlich gefällt mir das so mit diesen Strommasten. Das ist gar nicht so schlecht. Gibt Schlimmeres. Rein und hinein. Und schlauer wäre es dann hier und so zu machen. Raus, raus. Rein, rein. Die sind eigentlich rein, die sind allgemein raus. Und hier stellen wir jetzt automatisch her die Wissenschaftspakete der Stufe 1 nach einigen Stunden. Guck. Die falsche Taste natürlich gedrückt. Linksklick, kopieren, rechtsklick, einfügen. Funktioniert übrigens auch mit der unmodifizierten Version von Factorio. Ich wollte gerade sagen, wie heißt dieses Spiel? Das wäre jetzt so peinlich, wenn es mir wirklich nicht eingefallen wäre. Ja. Das einzig Blöde jetzt natürlich, dass nur der hier läuft, ne? Ich würde sagen, wir machen das gerade mal zu Beginn ein bisschen einfacher. Beziehungsweise nicht einfacher. Hier bitte eine Kiste hin. Und dann lassen wir das einfach gerade mal so laufen. Dann bringen wir diese Teile eben fix selber runter. Beziehungsweise wir könnten eigentlich schon mal überlegen, wo wir das Forschungsnetzwerk aufbauen. Weil da unten soll es ja nicht bleiben. Das soll ja irgendwo hin, wo es episch wird. Das habe ich dieses Mal nämlich auch vor, ein bisschen zu pimpen. Ja, was heißt ein bisschen zu pimpen? Ha, mir schwebt da sowas vor wie Fort Knox mäßig. Nein, ich will da so einen Untergrund haben, dass das schön aussieht. Wir könnten allgemein mal... Oh Mist, wir brauchen dazu natürlich Ziegelsteine, was natürlich jetzt eher etwas ungeschickt ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Lal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 a. Gib mal her den Schrott. Danke sehr. Ich hab die Idee. Ich habe die Idee, die ist gar nicht mal so schlecht. Doch sie ist so schlecht, weil ich eine Sache natürlich dabei nicht bedacht habe. Irgendwie muss ich ja da noch Kohle ranbringen, aber egal. Für den Anfang wird's tun. Drehen? Achso, die falsche Waffe, okay. Na, wobei, komm, ich habe vorhin schon Holz gebraucht. Ja, ich will das jetzt doch fix machen, wir sind dann... Ende einer Folge eh. So. Nicht, dass das wieder solche Ausmaße annimmt wie in der Staffel 1. Allerdings, das wird es wahrscheinlich wieder geben, weil das Spiel ist dann einfach so fesselnd. Und irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich nicht auf die Uhr schaue. Definitiv. Ich kenne mich. Einmal hier entlang. Dann würde ich sagen... hier entlang. Es ist eigentlich wieder blöd, ne? Wir machen das so. Wir machen das definitiv so. Raus, raus, beziehungsweise hier in diese Öfen hinein. So und so natürlich. Raus dann ebenfalls. Gib mir noch mal ein paar von denen her. Wir brauchen Strom. Strom haben wir in der Nähe. Das ist sehr gut. Rein theoretisch. Ist ja der Layer eh immer frei. Also passt das eh. So. Hier rüber. Das war schon mal falsch. Gerade mal überlegen, es müsste so passen, ja? Rein theoretisch. So, dann dahin, weil das, damit habe ich nämlich das letzte Mal einfach auch viel zu spät begonnen. Einfach Steine da einfach mal für Mauern und so Zeug aufheben.
Wir brauchen zwei Kisten. Ich brauche noch mal eine Fabrik. Und wenn wir das nämlich direkt so machen und so. Ja, schmeißt sie einfach nur schon mal dahin. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Super Angelegenheit. Hier in die Fabrik hinein. Du baust mir bitte schön Mauern in Zukunft. Und an Schornstelle darfst du noch ans Stromnetzwerk angeschlossen werden. Dann raus in eine Kiste hinein und sehr gut ist. So, jetzt gib mir mal das Teil her und gib mir mal die Pflastersteine her. Wahnsinn, ich brauche 4 Ziegelsteine für... Ah ja, gut, okay, ich krieg 4 raus, das passt doch. Und ja, das kann man dann eben, ich sag mal, für solche Sachen nutzen. Okay, das ist doch nur 1 und das sieht doch schon mal genial aus. Also das habe ich schon wirklich dann vor, schön zu machen, hier überall erstens mal. Dann hier oben natürlich und natürlich das Interieur immer wieder mal ändern. Nicht, dass wir hier nur dasselbe haben. Hier vielleicht so ein Zwischengang, dass man Holzboden hineinzimmert. Das sieht, denke ich, sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, für die Forschung muss es dann halt schon irgendwas Spezielles sein. Das ist ja schon mal ganz klar, ne? Wir könnten schon mal forschen. Ich setze jetzt die Forschung einfach mal primitiverweise hier hin. Da werden wir noch ein bisschen... Ja, da muss ich noch überlegen, wo mache ich denn die hin, ne? Rein theoretisch müsste ich die beiden Fabriken tauschen. Auf der anderen Seite das mit dem Stein. Ich will den Stein nicht so weit herholen. Das ist... Ja. Ich brauche den Platz so, wie er da ist. Genau so. So und nicht anders da. Das Einzige, was ich da drüben noch machen muss, ist dann natürlich hier noch den Abstand messen. Von dem Band nach da oben. Dass ich das, also hier diesen Abstand von Eisenplatte zu dem Band. Dass ich das da oben habe. Allerdings muss ich natürlich auch berechnen, dass ich hier oben nochmal eine zweite Schmelzanlage für mein Kupfer brauche. Ich mache lieber nochmal 3, 4. Auf der anderen Seite könnte es dann darüber nochmal kopieren. Ich lasse mir was einfallen. Ich überlege mir da noch was, wie wir das machen. Wir haben eh noch... Ja, das muss ich in Ruhe überlegen. Ansonsten bin ich dann viel zu viel still und so. Wird man da noch eine Skizze machen, glaube ich, dazu. Ich denke, das dürfte gar nicht so verkehrt sein. Jetzt mache ich auf jeden Fall das Wichtigste noch. Die Forschung, die ich nämlich benötige. Genau die da? Okay. Die haben diesen bläulichen Touch gerade, deswegen bin ich gerade am überlegen, ob das schon die Fastest sind, aber nee, dann bräuchte ich hier noch die grünen dazu und da drüben sind nur die Teilerfließbänder, die gelben. Okay, passt schon soweit. Okay, ja, dann war's das auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. In diesem Sinne, baba!